Herzlich willkommen zu Cool Borders 2. Natürlich, wir haben den ersten Teil schon angespielt. Wir spielen alle PlayStation 1 Spieler an. Wir haben Competition, Freestyle, Big Air, Halfpipe. Das soll ziemlich interessant sein. Und Contest Masters und Board Park. Keine Ahnung. Ja, da kannst du irgendwie die Boards einstellen. Competition, du. 10 verschiedene Strecken. Ich weiß noch, der Vorgänger, 20.09. kam das Video. Da hattest du ziemlich Probleme mit dem... Was? Comment? Okay. Hattest du ziemliche Probleme mit der Strecke, ne? Also bist irgendwie immer von links nach rechts, also von der Steuerung. So, was haben wir hier für Border? Aber grafisch schon ein Riesenunterschied hier. Okay. Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen drauf achten. Ich glaube, er ist ganz ausgeglichen. Nehmen wir ihn? Jo. Ich kann auch... okay. Witzig. Ja, doch, das... Doch, das... Ja, sieht gut aus. Ist ja lustig, dass du das auch einstellen kannst. Okay. Kurs. Vielleicht können wir uns jetzt hier die 10 angucken. Genau, einmal... Das ist Wide Resort. Stadium Kicker. Okay, cool. Ja, dann fangen wir hiermit einfach mal an. Board. Ist auch geil gemacht. Also vom Menü schon Hammer. Freestyle. All around. Und dann hast du hier verschiedene Typen. Freestyle. Komm, wir wählen einfach mal das erste. So. Lustig. Nehmen wir das. Und dann gehen wir auf The Siren. Start. Ich hoffe, mit der Musik geht klar. Wir werden mal schauen. Tour Competition. Round 1. Okay. Rein geht's. Hat gemixte Kritiken bekommen, aber eigentlich vorwiegend hat sich das gut angehört. Oh, grafisch aber ein Unterschied. Die wurde aber bemängelt tatsächlich. So, ich denke mal X. Ah, okay. Interessant. Ja, ich verstehe. Das Blöde ist, ich konnte mir die Steuerung auch nicht angucken vorher. Also war nicht im Menü zu finden bei Optionen. Lustig. Zweiter Versuch. Aber wo springe ich denn? Ich drück mal alles. Ich glaube, ich habe einfach nur die Kamera verstellt. Ach, komm. Ach, ja, na klar. Läuft gut, glaube ich. Läuft perfekt. Second Stage. Nachdem wir die erste so gut gemeistert haben, jetzt kommt das White Resort. Oh, okay. Was ist mit dem Sound los? Ach so, das ist jetzt aber... Okay, das ist jetzt richtiger Race. Ja, das ist schon mal ganz anders von der Steuerung. Jetzt hier mit den Bodenflackern und so, das liegt einfach daran, dass die Auflösung erhöht ist. Deswegen halt nur 1080p. Weil bei 4K siehst du das Ganze, die Unebenheiten dann noch ein bisschen mehr. Je nach Spiel, also wie sorgfältig das Ganze programmiert wurde. Oder wie sorgfältig die Texturen zusammengefügt worden sind. Guck mal, das lässt sich doch steuern. Guck mal, wie es mit dem Stick ist. Sag mal, ich werde es doch wohl mal schaffen, hier einen ordentlichen Sprung hinzulegen. 100 km/h natürlich. Hoffentlich ist hier kein Blitzer. Das ist gut. So, oh, okay, das war Viereck. Ah, und auf X so springen, super. Na, wieso fährt er? Jetzt habe ich schon wieder dasselbe. Ah, okay, jetzt. Ah, Viereck. Naja. Kurz mal aus der Strecke geflogen. Also. Ah, okay. Also X ist springen und nicht Gas geben, weil er fährt ja selbst runter. Und ich habe keinen Motor drin, glaube ich. So, Viereck.
Aber ich darf nicht zu sehr, weil dann lenkt er natürlich auch in die andere Richtung. So, und jetzt habe ich das X verpasst. Also wahrscheinlich Millisekunde zu spät gedrückt. Ja, lustig. Ja, und das war nämlich beim ersten Teil. Da bin ich dann rechts von der Wand, links gegen die Wand. Das war richtig hart, da reinzukommen von der Steuerung. Das ist hier schon ein bisschen angenehmer. Ja, schade jetzt mit dem Boden. Wir hatten auch, ich habe jetzt mal so überlegt, wir hatten, glaube ich, auch keine anderen Snowboard-Spiele bisher auf der PlayStation 1. Also zumindest in Europa. Also Cool Borders 1, ja. Müsste Ende 96, Anfang 97 gekommen sein. Ja gut, ne? Weißt du, passiert. Ja, ist okay. Finde ich auch schön, dass man so motiviert wird. So, Exit. Wir gucken mal auf die Halfpipe. Glaube ich. So, runter und L2. Muss ich mal ausprobieren. Ja. Er geht da sofort wieder ins Hauptmenü. Okay. Das ist so der Style, oder? So, dann gehen wir mal Halfpipe. Ah ja, okay. Hier runter und R1. Okay. Also hast dann verschiedene Kombis. Und ich denke mal auch, dass die dich dann beschleunigen. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf Start. Ja, cool. Schön abgerundet, haben wirklich... Also, der erste Teil war halt auch wesentlich früher an der Konsolenlaufzeit, aber du merkst, dass sie da wirklich Zeit rein investiert haben. Okay, lustig. Ich versuche mal ein paar Tricks zu machen. Das ist ja lustig. Oh, okay. Okay, okay. So, warte mal, was haben wir? Ich mache jetzt mal L1 und runter. Das ist das? Okay. Ah, merkwürdig. Okay. L1 und Kreis. Cool. Also es war jetzt, glaube ich, auch noch kennen. Okay. Ich habe vergessen, was er mir... Warte mal, L1 und... Wow. Ja, okay. Ich hätte nicht durchs Ziel fahren dürfen. 8,4 Punkte, nein. Das war ein Anfang. Sag mal. Guck mal hier mit Replay. Naja, da seht ihr einen Profi. Retry. Obwohl, wir können mal auf Select und dann wählen wir nochmal eine andere aus. Hier so hoch, R2 und L2. Okay. Okay. Der Indie Nosebow. So, ich würde sagen, wir gucken uns mal die nächste an. Naja. Folgendes. Ah. Ich kann nur die eine auswählen anscheinend. Okay. Mal sehen, was er mir jetzt noch anzeigt. Also L2 und R2. Gut, da müssen wir wirklich mal mit den Schultertasten ein bisschen was ausprobieren. Ja, ja, komm. Ja. Okay. Das war jetzt eigentlich L2 und R2. Oder muss ich... War... Ach so, nach oben oder was? Ich brauche ein bisschen Speed, Freunde. Okay, cool. Was ist denn nun los? Hä? Okay, ein bisschen mal... Ach so, naja gut, da bist dann natürlich begrenzt zeitlich. Warum will er das nicht? Warum fährt er jetzt so langsam? Muss wahrscheinlich echt schräger fahren. Ich hab doch jetzt... Sag mal. So, okay, ich probiere mal was anderes. Weiß auch nicht, ob ich irgendwie so hier das Ganze auf... Vielleicht muss ich auch mehr so machen.
Hä? Wie bei L1 bleibt er dann einfach nur stehen. Warum macht er keine Tricks? Hä? So, jetzt aber. Ist er ja auch viel langsamer unterwegs. Merkwürdig. Ja. Wir haben es auf jeden Fall angezockt. Macht einen ganz lustigen Eindruck. Also Competition muss man sich mal ein bisschen mehr angucken. Ja, sehr gut. Ja, wir spielen alle PlayStation 1-Spiele an. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Video. Bis dahin.